In diesem Fotovideo stelle ich euch von Quenox diese Winkelschiene vor für die Sony 7 AR2 und diese Winkelschiene ist dafür gedacht, dass man, wenn man auf einem Nivellierungssystem arbeitet, wo man diese Sachen vorher eingestellt hat, ohne Verstellung einfach jetzt hier vom Querformat zum Beispiel ins Hochformat wechseln kann. Dafür sorgen diese beiden Schienen, die hier an der Unterseite sich befinden, also einmal hier und einmal auf der Außenseite. Alle Fächer sind frei zugänglich, die ganzen Ports sind frei und man kann auch unten ganz einfach den Akku wechseln und die Speicherkarte rausnehmen, ohne dass jetzt die Schiene dann irgendwie abgemacht werden muss. Die Schiene verfügt an der Seite auch noch über eine Imbusschraube, da ist noch ein Imbusschlüssel mit bei und wer also dann hier auf der Seite dann noch irgendwelche Anschlüsse belegen will und dazu viel Kabel rauskommen, der kann also hier die Winkelschiene an der Seite auch nochmal abmachen und erhalten bleibt dann unten der untere Teil, dort wo das Batteriefach dann noch ist. Auf einem Stativ angebracht, mal ganz kurz eben demonstriert, wie das Ganze dann in der Praxis zu benutzen ist, also einmal im Querformat und dann einfach der Umstieg auf das Hochformat. Nicht irritieren lassen, das Stativ wackelt ein bisschen, das hängt damit zusammen, dass ich das nicht festgeschraubt habe, damit ich die Kamera also ganz kurz mal eben auch hier so ein bisschen drehen kann auf dem Kugelkopf, damit man auch sehen kann, wie das dann hier von allen Seiten aussieht. Die Schiene gibt es bei uns im Shop. Unter dem Video hier ist natürlich ein Link, da könnt ihr dann draufklicken. Der führt euch direkt auf die Produktseite und da kann man sich dann nochmal die ganzen technischen Spezifikationen dann durchlesen. Ist aus Aluminium gefräst, hier aus einem Block und wie gesagt, Aquaswiss-kompatibel. Eine ganz sinnvolle Geschichte für die Leute, die also an Nivellierungsgeräten zum Beispiel auch dann einfach vom Hochformat ins Querformat wechseln müssen und umgekehrt.